Wir sind zurück in Baldur's Gate Dragonspear. Ja, was wollt ihr? Weitermachen. Ich denke mal, wir können so langsam den Palast verlassen, denn wir sollen ja unsere Gefährten einsammeln, die über die Stadt Baldur's Tor verstreut sind. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Wir können noch mal mit der Großherzogin Lia Jannas reden. Hat sie was Neues eventuell? Hello, I am glad to see you well. Wie geht es Imuen? The intruder's weapons were poisoned, but Timora smiled upon us. The poison was weak and fatal only to the weakest of victims. Imuin's heart beats much stronger than that. Also das Gift war nicht stark genug für Imuen. Sie muss sich allerdings noch erholen, wie es scheint. It's worrisome that the palace was so easily penetrated, and to learn that Kalar's reach extends this far beyond the winding water. Es ist beunruhigend, dass Kalars Arm bis nach Baldur's Gate reicht. Und ja, also Kalar Argent ist ja diese mysteriöse Frau, die den Kreuzzug anführt. Und ihr müssen wir das Handwerk legen. Was wissen wir über ihre Pläne? Precious little. She claims herself an instrument of the gods, which gods are a matter of some debate, on a divine mission. As to what that mission is, it is as countless as the mouths that praise her and those that curse her. Also Kayla ist im Auftrag eines Gottes unterwegs auf einem Kreuzzug, ja, wie das immer so ist bei religiösen Fanatikern. Aber was sie wirklich im Schilde führte, wissen wir noch nicht. I am glad we had a chance to speak before you depart. But now, I must go. There are many demands on my time. If I do not attend to them, their number will only grow. Okay, sie Farewell. Muss sich jetzt um ihre eigenen Probleme kümmern und ich auch. Und ich denke mal, ich werde den Palast verlassen vorerst. Und ich soll mit Captain Corwin zusammengehen. Da ist sie. Genau, also die ehemaligen Begleiter erwarten mich. Und die muss ich finden. Genau. Also welche meiner Gefährten hast du gefunden? Da ist ein Bade, Garrick. Und Safana und Koran. Die sind in der Taverne Elfengesang. Die Hexe Düner hier. Und Herr Leibwächter Minsk sind in den Three Old Kegs, also den drei alten Fässern. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Wirtshaus Elfengesang. Das ist nämlich ganz in der Nähe, denke ich. Aber ich muss mich auch erstmal wieder orientieren hier in Baldur's Gate. Ist ja schon ein paar Tage her. Ah, noch weitere Informationen. Ein Mönch namens Rassad ist im Eisenthronengebäude und kümmert sich um die Flüchtlinge, die vor Kela geflohen sind. Und dann gibt es da noch jemanden, der heißt Tiax, der in der flammenden Faust Zentrale gefangen ist. Aha. Okay. Ach ja, genau. Wo sind Khalid und Jahira? Gurion, also mein ehemaliger Ziehvater, wollte, dass sie mich beschützen. Also Anspielung auf Baldur's Gate 1. Nachrichten sagen, dass sie im Norden sind. Also nicht hier in Baldur's Gate anscheinend. Dann gibt es ja noch eine weitere Gefährtin, die ich allerdings nie in der Truppe hatte, Viconia. Aber wir sprechen sie mal drauf an. Also Viconia de Vir. Fragen wir mal danach. Das ist eine Dunkelelfin.
You found the draw. Sie kommen anscheinend mit auf die Expedition. Ich werde sie am Morgen sehen. Und ich kann mit ihnen reden, wenn ich möchte. So, ich denke, das war's. I'm ready to leave now. Ich frage nochmal nach Vorräten, ob sie einen Tipp hat. Und Corwin empfiehlt mir, in den Zauberladen zu gehen. Also der heißt im Deutschen Allerlei Zauberei. Den kenne ich, dieses runde Gebäude. Okay, dann lass uns gehen. Bleib in der Nähe. Die Straßen sind voll gedrängt und es könnten Attentäter dabei sein. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, wir verlassen den Palast. Hier geht's raus. Sie begleitet mich anscheinend. Was ist denn hier los? Hallo? Kämpfe? The Flaming Fist is trying to keep the peace, but it's an uphill battle. Und die verteidigen den Palast hier? Die Wachen? Der flammenden Faust? Ist ja ganz schön was los hier. Flüchtlinge überall. Bin euch weit voraus, Chef. Aber keine interessanten Personen hier gerade, sehe ich. Zumindest. Ja, die belagern hier so ein bisschen den Palast schon, die Flüchtlinge. Genau, die fordern, dass die Herzöge herauskommen. Die wollen mit ihnen reden. Ganz schön was los. Händler? Ja, die haben, glaube ich, ein paar Pfunde zu viel hier. Sollte ich sie mal kurz anquatschen oder sind das nur normale Händler? I'm sorry, I've no goods left to sell. Sie hat nichts mehr zu verkaufen. Bist du ausverkauft? It's just been so busy with the refugees and all. Everyone seems to need twice as much as usual and the crowds. Wait a moment, I know you. You're the hero of Baldur's Gate. Ja, so werde ich genannt. You're the answer to a prayer. I have a bag of money, my day's earnings, to take to my moneylender. She's over by Sorceress Sundry's. I was mugged twice trying to get to her yesterday. Could you take it over for me? I'd be so grateful. Ich soll Geld bringen zum Zauberladen? Ja, da soll ich ja sowieso hin zum Einkaufen. Könnte ich übernehmen, ja. Kleiner Nebenjob, denke ich. Okay. Thank you. Here's the money bag. Please go straight to Sorceress Sundry's. My moneylender works just across the street. Okay. Let me know when you're done. Wir sollen also da Geld abliefern. Kleine Nebenquest. Und was hat sie zu sagen hier? Quilla. Bother and bother, never a calm spot, never a break. Ja, schönen guten Abend. Also nichts. So, wo müssen wir überhaupt lang? Wir sollen zur Elfen-Song. Elf-Song-Tavern. Wir sind hier im Palast. Wo müssen wir hin? Na, ich schaue mal auf die Karte. Wir sind hier im Palast, genau. Weltkarte. Ah, okay, hier. Wir sind hier am Herzogenpalast. Da sind die drei alten Fässer.
Genau, hier ist die Elfensong-Taverne. Und da ist der Zauberladen. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal zuerst hier hin. Da sind ja auch meine Gefährten. Und ich kann den Nebenjob erledigen. Okay, würde ich sagen. Tun wir das zuerst. Gehen wir erstmal zur Taverne. Excellent. We aren't far from the Elfsong Tavern. A few people you might want to speak with, Safana, Koran, and the Bard Garrick, have been seen there recently. Or if you'd like to get some supplies for the journey to Dragonspear, we can go to Sorcerer's Sundries. Genau, und der Zauberladen. Also man kriegt eigentlich ganz gute Hinweise. Ne? Selma? Entschuldigung? Ich bin hier neu in der Stadt. Kannst du mir sagen, wo ich den Zauberladen finde? Ja, kann ich. Das ist das große Gebäude mit dem runden Dach. Genau, da soll ich ja später hin. Aber ich wollte jetzt erstmal zur Elfensong-Taverne, wie gesagt. Das ist der Zauberladen. Und die Taverne, die ist hier. Kenne ich ja noch aus Baldur's Gate 1. Elfengesang. Genau, da sind wir schon. Bin ich mal gespannt. Also Safana wollte ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich habe das Gefühl, dass Imuen steht ganz oben auf meiner Liste. Sich noch erholen muss. Und da, ich brauche unbedingt eine Diebin, auf jeden Fall. Gehen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Nichts. Ein leeres Fass. Elfsong Tavern. A little pretentious for my taste. I'll wait for you here. Okay, Corvin möchte nicht mit rein. Sie wartet hier an der Tür. Wie du wünschst. Du bist nicht so ein guter Bodyguard. Ja, es wäre fast schon eine Beleidigung. Wie du wünschst, genau. Wir wollen uns ja nicht verderben hier mit Corvin. So, wo sind wir denn hier? Bin euch weit voraus, Chef. Like, wow. Was? Wow? Und vielleicht erstmal mit dem Wirt reden. Vielleicht weiß der was. Immer ein guter Tipp in Rollenspielen. You want some whiskey? Okay, das sind jetzt hier die Texte, die auch in Baldur's Gate 1 sind, deswegen sind die in Deutsch. Nur die Dragonspear-Sachen, die sind in Englisch. Ihr seid willkommen. Ja. Was hast du denn so? Ein Bier wäre nicht schlecht. Nehmen wir mal ein, wie heißt das, Sutzbräu? Ach, was ist mit... Ach, wir haben ja noch gar kein Geld. Ah, unser Geld war ja verschwunden. Genau, es fällt mir wieder ein. Genau, es fällt mir wieder ein. Unser Geld war ja verspielt worden beim Rennen, bei einer Wette. Ah, wir sind arm wie eine Kirchenmaus. Ich muss unbedingt, ja, mein Geld wieder kriegen. Das müssen wir auch noch besorgen, ganz dringend. Das waren irgendwie ein paar tausend Goldstücke. Das geht ja gar nicht. So, meine Gefährten, wo sind die? Ach, Garrick, das ist ein potenzieller Gefährte. Wer ist das denn hier? Lady Alice. Get away, you crazy craze makers. You are welcome in my sight. Ach so, sie ist Besitzerin der Elfensong-Taverne, eine Elfin natürlich. Weißt du, wer ich bin? Es gibt kaum einen, der nicht den Schlächter von Sarevo kennt.
Ein paar mehr als gestern. Ja, also ich bin berühmt. Ja, okay, das sind harte Zeiten. Wie kommst du mit den ganzen Flüchtlingen hier zurecht? Ja, sie hat ein paar in der Küche deponiert. Und sie kann ein paar Köche anheuern. Sie kann sich nicht beschweren. Aber es gibt auch ein paar Probleme, Flüchtlinge sozusagen. Ja, wie aktuell das Ganze. Reden Sie auch über Kayla Argent? Die Shining Lady? Gibt's hier was Neues? Ja, nichts Besonderes. Danke, my lady. Okay, reden wir mal mit Garrick. Den hatte ich noch nie als Gefährten. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Fragen wir mal. Hello there. Ach, der. I have a pretty proposal for you. Ein Bade, genau. Haben sie ja gesagt. Den hatte ich noch nie in meiner Party. Also ich denke mal, ein Baden will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich will eigentlich meine alten Gefährten und plus Safana mitnehmen, würde ich sagen. Aber wir tun mal so, als ob. Donnerschlag, du bist es. Willst du mitkommen? Ich suche Safana und Koran. Sind sie hier? Sie sind oben. Okay. Vielleicht auch ein Pärchen, wer weiß. Ja, Safana wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe ja nur Platz für 5 Leute, deswegen muss ich jetzt ein bisschen gucken, wen ich mitnehme. Aber wenn ich losziehe, möchte ich natürlich möglichst viele mitnehmen. Dann müssen wir erstmal nach oben, genau. Gibt's hier noch irgendwas? Die Sewer smell nice. Nach oben. Out! Get out, you vile poxy snake! Safana. Die hat wohl gerade Streit. Oder meint sie mich? Koran. Ach so, die streitet mit Koran. Ich bin ein Wiesel und eine Schlange, das macht keinen Sinn. Ich habe einen Dolch, weißt du? Raus hier. Sie will, Koran hat sie vielleicht belästigt. Ein Streit. Bin euch weit voraus, Chef. Kenne ich dich? Erkennst du mich nicht, Koran? Bist du es, Donnerschlag? Ja. I need your help, ja. Wie geht es dir, Koran? Besser, bevor ich dich gesehen habe. aber ich muss jetzt gehen. Wenn Safana mich hier erwischt, ja, geht's mir schlecht. Aha, okay. Die haben sich wahrscheinlich gestritten, wie gesagt. Und was? Es geht um einen Edelstein? Will er mir den geben? Ja, ein Wasseropal. Koran will not join me.
Raubmörder? Was ist denn hier los? War die nicht hier? Dafana, okay. Damn you to all nine hells, Karan. I swear I'm going to... Oh. Ich bin's doch. Hello. Na, wie geht's dir, Safana? It's been less than pleasant thus far, but it's improving by the second. Come in, come in. Make yourself comfortable. Sehr freundlich. What brings you to my door? Ja, ich würde sagen, ich benötige deine Hilfe. Ich ziehe mit der flammenden Faust nach Norden und will Kaylas Kreuzzug beenden. Wir könnten deine Talente gebrauchen. We or you? Ich würde sagen, ich, wenn du mit uns kommst. I could never say no to you. Then again, I can't think of a single thing you could ask that would make me want to. Okay, sie ist ein wenig anzüglich. Safana has joined my company. Vielleicht werden wir uns noch ein bisschen mit Safana vergnügen. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall haben wir sie, eine Diebin. Das ist schon mal sehr gut. Und dann möchte ich noch auf jeden Fall Jahira und Minsk anheuern und Khalid und Dünay, wenn es geht. Und dann wären wir eh schon wieder voll. Aber ja. Ich glaube, das sind die fähigsten Charaktere und mit denen fühle ich mich am wohlsten. Ist natürlich Geschmackssache. Was haben wir denn hier? Eine Kiste? Verschlossen, das wäre Diebstahl. So, gibt's hier noch irgendwas? Raubmörder? Wo ist denn hier? Ist irgendwo ein Streit hier? Ist doch irgendwas mit Raubmördern? Irgendwas ist hier doch los. Ich weiß nur noch nicht, wo. Haben wir was übersehen? Oder hier? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Aber ich sehe nichts. Hier ist noch ein Raum. Wir haben überhaupt kein Geld. Mehlsäcke. Aber ich glaube, wir stehlen hier lieber nichts. Hier ist noch ein Raum. Raubmörder. Ich sehe keine. Nicht wirklich. Bürger? Nö. Dann gehen wir wieder runter. Vielleicht ist ja unten Streit, wer weiß. Wow! Like. Ja, ich kümmere mich gleich. Wow. Hier? Nee, das ist Garrick. Keine Raubmörder in Sicht, vielleicht wird das draußen irgendwie in den Straßen. Kann auch sein. Was haben wir denn hier noch für einen Sack? Koch? Sagt der Koch was? You have an unrefined palate. Campingessen ist das Schlechteste. Witzig. Ah, wir haben ein bisschen Geld. Das ist gut und ein Heiltrank. Wir haben 23 Goldstücke. Speak to me, visions. Like, totally guide me. Also Garrick ist wohl ein Zauberer. Ein Quatsch, ein Bade. Aber wie gesagt,
Ja, ich weiß es gar nicht, ob man den anheuern muss, aber naja, wie gesagt, man kann nicht alle mitnehmen. Man muss sich auch entscheiden. Und ja, allerdings sind ja auch zwei im Norden schon. Vielleicht sollte ich ihn doch erstmal mitnehmen und später rausschicken. Aber er wird ja auch nicht mitkommen wegen... Ja, ich probiere es nochmal. Speak to me, Vision. Yes, sir. Ich probiere es mal. Sag mir eine Geschichte, Garrick. Erzähl mir eine Geschichte, Garrick, von der Shining Lady, Kayla Argent. Vielleicht weiß er ja was. Ja, Kreuzzug im Norden. Ist das alles, was du weißt? Nicht alles. Gerüchte, Flüstern. Einige glauben, sie ist Sarevoks eigene Schwester. Oh. Okay. Also sie sammelt eine große Armee. Ja. Und versucht ihr Ziel durchzusetzen, was immer das auch sein mag. Also steckt doch eine Menge drin hier an Informationen in dem Spiel. Und also sie haben sich schon sehr viel Mühe gegeben, finde ich. Und die Inszenierung ist eigentlich weitgehend ja, dichter als in Baldur's Gate 1, wo viele... Ja, wo man manchmal gar nicht wusste, was man genau tun sollte. Ich habe Sarevok Anschiff besiegt, klar. Aber er möchte ihr nicht gegenübertreten. Viel Glück, also er will nicht mitkommen anscheinend. Es ist ja auch so, dass manche Party-Kombinationen gar nicht möglich sind. Okay, aber wir haben ja genug Auswahl hier in Baldur's Gate. Ich würde sagen, wir gehen wieder. Corvin wartet schon. Und wir gucken uns mal steht in den drei Fässern um, würde ich sagen. Oder gehen wir zum Zauberladen erst. Ist ja hier auch in der Nähe. Das ist ja hier nebenan. Aber wir haben ja kaum Geld. Wir müssen auch noch unser Geld besorgen. Da muss ich auch nochmal nachschauen, wie ich da rankomme. Das ist der Zauberladen, genau. All right, get what you need. I'll cover the door. Okay, very well. Very well. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, wir sollten Geld abgeben bei dem Ladenbesitzer, oder wie war das? Don't crowd the counter. Kann ich irgendwas tun hier? Der Held von Baldur's Gate, ja? Genau. Ich denke, das macht dich vertrauenswürdig. Kannst du nach oben gehen und mir leere Flaschen bringen? Ich muss sie wieder auffüllen. Okay. Ich werde sie runterholen hier. Aber mit dem Geld, das war, glaube ich, hier nicht... Ja, Laufburschenarbeit, aber gut. Vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen... ein paar Goodies hier. Im Schrank oben, genau. Da soll ich leere Flaschen besorgen. Potion Bottles. Ein Schlüssel gewonnen zum Kabinett. Müssen wir nach oben. Wo ging es denn nochmal rauf? Hallo? Ach, hier. Das war die Treppe. Tun wir erstmal den kleinen Gefallen hier. Steht ganz oben auf meiner Liste. Wo ist das Kabinett? Oh, viele Kabinette. Hier?
Ich guck mal eben, ob das jetzt Diebstahl ist, wenn ich hier was mitnehme. Das ist ja manchmal so. Ich weiß gar nicht. Nee, das ist ja, glaube ich, nur, wenn das Symbol erscheint, hier stehlen. Dann ist es, glaube ich, Diebstahl. So, wo ist denn das Kabinett hier? Empty Potion Battles. Aber ich muss sie natürlich aufnehmen können. Wo sind sie hier? Nee. Hier? Irgendwo müssen sie doch sein. Hm. Das sind richtige Tränke? Ah. Oh, ich muss mal wieder meine Sachen verteilen. Hier sehe ich gerade. Gut, dass ich Safana jetzt schon bei mir habe. Ich bin nämlich ganz schön beladen hier wieder. Mit Sachen. Viele Tränke. Was sind das hier? Wasseropal. Ah, ich glaube, mein Edelsteinbeutel war schon voll. Safana muss mal so ein paar Sachen nehmen hier. So. Aber ich glaube, die leeren Flaschen haben wir noch nicht gefunden. Aber hier gibt es ein paar nette Tränke, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ah, Empty Bottle Case, das ist es so, glaube ich. Was ist hier los? Wir haben es geschafft, wir sind drin. Oh Gott, was ist denn das hier für eine Truppe? Diebe? Jaschna. Keck. Klau alles, was du finden kannst. Sethyl wird uns wegteleportieren. Oh, das sind wohl Zauberdiebe hier irgendwie. Wir sind nicht allein. Du, was machst du da? Ja, wahrscheinlich Räuber. Nein, wir sind Priester von Latanda. Hm. Okay, die wollen offensichtlich was klauen. Sie wollen Gold klauen und so weiter. Ja, anscheinend für die nichts Gutes im Schild. Sie wollen uns töten. Ja, was sonst? Was haben wir denn dafür? Also ein Zauberer? Der ist natürlich gefährlich. Höchstwahrscheinlich. Was hat denn... You want me? Okay, sie hat einen Bogen mit Feuer. Wow, was hatten die für Pfeile? Wahnsinn. Ich würde sagen, wir braten dem Zauberer erstmal Feuerpfeile hier drüber. Was haben wir noch? Ja, irgendwie so ein Goblin oder so. Eine Spinne. Ja, und ein, ja, weiß ich nicht, Ork oder so. Ja. Was habe ich denn für Waffen hier am Start? Ja, ich muss angreifen, hilft ja nichts. Ich stelle mich mal hier hin. Und Safana muss unbedingt ein bisschen zurück und dann schießen. Erstmal. Könnte ein bisschen knifflig werden. Oh, der Zauberer teleportiert schon. Ich muss mal schießen jetzt hier. Was habt ihr dieses Mal für mich? Ich muss angreifen. Hilft ja auch nichts. Du hast es so gewollt! Oh, ich hoffe mal, das geht nicht schief hier. Ich bin schon leicht angeschlagen. Was wollt ihr? Was ist denn das für ein Vieh hier? Oh, die Spinne kommt. Ich glaube, Safana muss mal kurz... Ah, wird ein bisschen knifflig hier zu zweit. Könnte ein bisschen knapp werden. Sehr überraschend hier das Ganze. Ein Schuss vielleicht noch. Eine Spinne. Okay, der hat gesessen. Die Spinne hat ganz schön abbekommen.
Aber Safana muss auch mal, ja, was muss sie machen? Your need? Vielleicht nochmal fliehen? Yes, dear. Ja, ich was muss wollt mal ihr? Eine heilige Macht entfachen hier. Ja, und aufpassen, dass ich hier nicht... Oh. Verdammt. Okay, die Spinne lässt ab, das ist nicht schlecht. Yes. Ja, ich muss jetzt hier die Feuerfalle benutzen. Hilft ja nichts. Und ich werde angegriffen von allen Seiten hier. Was habe ich denn noch für Tränke hier am Start? Könnte knapp werden. Vor allem der Zauberer, der ist fies. Ja, wieso sind wir auch nur zu zweit? Das gefällt mir gar nicht. Was habt ihr dieses Mal gemacht? Gar nicht. Ja, ich muss jetzt jedes Register ziehen hier. Take it like a champ. So, die Spinne ist gleich down. Ja, was wollt ihr? Der ist auch schon down. Ich muss den Zauberer angreifen. Hilft ja nichts. Dringend. Oh. Und ich würde sagen, Safana schießt vielleicht nochmal. Hey, er ist überhaupt hier immun gegen Pfeile wahrscheinlich. Ah, ich muss erstmal die Spinne platt machen. Noch einen Heiltrank nehmen. Und Safana schießt nochmal auf die Spinne, dann hätten wir die gleich. Ey, ich muss angreifen. Ja. Jetzt keinen Fehler machen hier. Ja, ich darf jetzt nicht an den falschen Stellen sparen hier. Ich muss den Zauber kriegen hier erstmal. Wer weiß, was er sonst noch für Zauber hier auf dem, vom Stapel lässt. So, Safana, Sweetheart. Gut. Den Ork hier platt machen und ich muss dringend hier den Zauberer besiegen. Dringend. Der ist immun gegen normale Waffen. Was machen wir denn jetzt? Fliehen? Was habt ihr dieses Mal für mich? Sehr schlecht irgendwie. Sehr schlecht. Ich habe ja auch keine magische Waffe hier am Start. Sehr schlecht. Tja, werde ich diesen Kampf überleben hier? Sieht schlecht aus. Ich treffe den Zauberer nicht. Safana, du musst jetzt mal mithelfen hier. Ah, ein bisschen Schaden hat er genommen. Ja, was wollt ihr? Ja, ein bisschen. Wir könnten es vielleicht doch noch schaffen. Ja, das Monster haut zum Glück ab. Ja. Hey. Schlag zu. Ja, wir können es schaffen. Ja, wir haben es geschafft. Wow. War nicht so ganz einfach. Okay, aber wir haben es. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ein bisschen Gold gewonnen. Den Rest muss Safana mal holen hier. Your need, whatever you like. Wir müssen Sachen sammeln. Vor allem das Gold. Ach, okay. Yes. Den wir aber erstmal so kalt machen hier, ohne die kostbaren Feuerpfeile. Hä? So. Vielleicht mal ein bisschen Armbrust schießen hier. Du hast es so gewollt!
Das war's. Genau, du hast es so gewollt. Okay, wir sollen runtergehen zu Halbazar, dem Magieverkäufer. Aber erstmal werden wir hier natürlich looten. Gold, Gold. Für Safana noch ein paar Pfeile hier. Right. Also es passiert doch eine Menge hier in dem Spiel. Bastardschwert. Können wir vielleicht verkaufen? Wir brauchen dringend Geld. Aber ich glaube, sie ist überladen, wenn du das nimmst. Was habt ihr dieses Mal für... Ja, ich kümmere mich gleich drum. Muss ich vielleicht nehmen. Sachentausch. Tränke für Safana. Ja, sollte erst mal reichen. Ja, was wollt ihr? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Wir müssen mal einen Händler ausfindig machen und ein paar Sachen verkaufen. So, aber ich denke, ich habe alles eingesammelt. Da steht war noch ganz was, oben ich. Auf meiner Liste. Ja, Tränke. Ja, ich bin schon wieder voll. You want me? Right. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Hier ist auch noch was. Ja, Schriftrollen. Ich denke, das war's hier oben. Ich glaube, hier war ich schon. Ja, dann können wir wirklich runtergehen. So. Was habt ihr dieses Mal für mich? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Runter. Vielleicht kriegen wir eine schöne Belohnung von Halbazar. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Aber wir sollten noch irgendwo Geld abgeben für die Händlerin. Ist das der hier, der Moneylender? Oder so? Ach so, das ist der Verkäufer, okay. Ja, ganz normaler Händler. Ja, okay, machen wir später. Erstmal zu Halbazar, der war doch hier. Halbazar. Hier. One at a time, one at a time. Ich habe die Flaschen, die du wolltest. Genau. Wundervoll, du warst eine große Hilfe. Hier eine Belohnung für deine Mühen. Ja. Ach so, genau, die Robbery, die Räuberei upstairs. da waren Räuber oben. Ein Überfall, ja, Räuber. Als Dank kriegen wir 50 Goldstücke, okay. Ja, ein dunkler Elf war oben, wollte was stehlen. Achso, oder ein Elf genannt Sethyl. Ja, sagen wir mal den Namen. Ah, ich weiß, von wem du sprichst, Sethyl. Wir studierten zusammen vor langer Zeit. Ja, wir hatten irgendwie Probleme, könnte man sagen. Danke, dass du mir geholfen hast. Hier eine kleine Belohnung. Ah, jetzt haben wir erstmal die richtige Belohnung bekommen. 750 Erfahrung und ein Amulett. Na, das ist doch schön. Dass wir allerdings erst identifizieren müssen, aber das können wir ja auch im Zauberladen erledigen lassen. Gegen Geld. Solange wir noch keine Zauberin hier in der Truppe haben. Aber irgendwas war doch mit dem Moneylender noch. Das wollte ich eigentlich noch mal kurz... Wir sollten doch irgendwem Geld geben hier. Wen haben wir denn hier noch? Keine Person hier gehighlightet? Oder?
Sehe keinen. Bürger? Ja, Bürger sind hier nur Standard-NPCs. Oder haben wir die noch nicht entdeckt hier? Safar, keine. Wie war denn das? Erkennen, entweder den Geldverleiher bezahlen oder zu Terra zurückkehren und die schlechte Nachricht überbringen. Ja, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, diese Quest. Achso, hier steht noch was. Achso, ein Taschendiebstuhl, Stahl, Terras Ersparnisse. Also ich kann dem Geldverleiher mein eigenes Gold geben oder sagen, Terra sagen, was passiert ist. Ach so, jetzt verstehe ich das erstmal. Ein Taschendieb hat das Geld gestohlen von Terra. Ach so. Aha. Okay, wir können ihr dann schlechte Nachrichten überbringen. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. War wahrscheinlich irgendwie untergegangen im Gewusel hier. Alles klar, dann können wir im Prinzip. Wie viel Geld haben wir denn gerade überhaupt? Oh, so wenig, ja. Dann können wir im Prinzip gar nichts machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal und gehen dann später shoppen. Wir müssen erstmal ein bisschen zu Geld kommen hier. Vor allen Dingen auch an meine Ersparnisse. Bin euch weit voraus, Chef. Das muss ich ja nämlich auch noch klären. Aber das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Da besuchen wir die drei alten Fässer, sammeln noch die anderen Kollegen ein und ja, ich muss an Geld kommen. Und dann geht es irgendwann auf die große Expedition gen Norden, um Kayla Argent das Handwerk zu legen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ciao, der Argonaut.